Bosfood präsentiert aus dem Studio 32. Heute zu Gast Tobias Sudhoff mit Happy Four. So, erzähl mal nochmal hier dem geschätzten Kollegen an der Seite. Was machst du jetzt genau? Die Kumkuplatz hast du eigentlich? Hier genau. Mit willkommen. Ja, sind wir drauf, ja. Genau, die Kumkuplatz habe ich ja eingelegt, schnelles Karamell gemacht, mit Contour abgelöscht, ein bisschen Apfelsaft aufgefüllt, Makis und Zimt. Bisschen geköchelt und dann auf die in Scheiben geschnittenen Kumquats gegeben. Und noch ein bisschen Pektin oder so rein. Ein bisschen Xanthan, einmal durchgemixt. Okay. Ja, 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 ja. Okay, dann haftet das, ne? Schön am Dings. Genau, in der Gastronomie macht man ja gerne Foie Gras in der Vorspeise. Und da finde ich dein Produkt eigentlich perfekt, um es dafür auch zu benutzen. Ne? Damit es halt auch mal in die Gastronomie kommt. Ja. Gastro ist auch tatsächlich das Stichwort, was im Moment wirklich interessant ist, weil wir haben natürlich B2C, also wir haben Kunden natürlich genug, aber was ich sehr spannend finde, ist jetzt auch wirklich zu sagen, wir gehen jetzt mal in den Bereich Gastro rein und zeigen, dass wir halt auch dort, ja das ist jetzt der Darm, ne? Weißt du, dass du es hier einfach machen Darm, kannst, ja. wenn du jetzt Gastro bist, schneidest du einfach am Rand auf und ziehst die komplett aus, die ja, klar, Rolle, ja, ja, und dann kannst du die so runterschneiden, weil dann, du machst ja nicht nur eins, jetzt haben wir hier natürlich... Guck mal, gerade, was ich hier noch für ein Öl habe. Bisschen Orangenöl. Das passt ja eigentlich zur Kumquat. Mach mal. Ja. Das sieht jetzt schon toll aus. Ich muss dich mal kurz hier vertreiben. Aber jetzt darfst du gerne wieder. Jetzt darf ich darf hier nur hin und her laufen, das ist geil. Genau, wie ist denn so der Zuspruch für dieses Produkt sonst? Sicherlich. Also, erstmal, was mich total freut, ist, es gibt erstmal sowieso Kunden, die sowas wollen. Ja. Das ist natürlich jetzt nicht, weil ich jetzt damit steinreich werden will und mir noch eine Villa auf Malibu kaufen will, sondern einfach, weil es für uns von der Grundidee, die wir mit der Firma haben, mit der Ethic Line, total wichtig ist, dass wir einfach merken, wir haben Zuspruch. Was super ist, wir merken es ja auch an den Bewertungen. Wir kriegen wirklich unfassbar gute Bewertungen auf Amazon und so weiter. Okay, ja. Da sind irgendwie 4,8 oder so was als Bewertungsschnitt. Das scheint also so zu sein, dass auch unsere Kunden das zu schätzen wissen und schnallen, was wir eigentlich machen. Und das finde ich eigentlich ganz spannend. Und insofern würde ich sagen, ja, erfolgreich. Okay. Läuft gut. Die Grundidee von Ethic Line war damals, dass wir eine Firma sein wollten, die diese Nahrungsmittelwende, das ist ja das, was ich eh schon seit Jahren mache, als Künstler, als Koch und so weiter. Wir haben damals in der westfälischen Stube in der Sohenburg haben wir damals auch ganz stark auf Nachhaltigkeit gesetzt. Und das wird auch das Thema der Zukunft sein. Wir werden ganz stark mit Nachhaltigkeit uns beschäftigen müssen, um überhaupt zu überleben. Ja, klar. Und die Idee, wie man die Nahrungsmittelwende sozusagen in die Gesellschaft implementiert, das ist eigentlich der Grund, warum ich gesagt habe, das will ich auch als Unternehmer machen. Ja. So. Ach, jetzt scheiß Kamera ist dabei. Also diesen Sponge, den habe ich versucht halt mit sehr viel Butter zu machen. Vielleicht das ist dir gelungen. Ein bisschen, ja, ja, ja. Nein, nein, das ist geil. Lass das ist bloß jetzt so. Sozusagen der Brioche-Ersatz. Das ist genau, das kannst du in... Und den tränke ich jetzt. Den habe ich auch schon mit Contrôt gemacht. Den habe ich jetzt noch mal ein bisschen mit Contrôt getränkt. Und dann, ja, ich habe noch mein, es sind ja schon sehr winterliche Aromen und jetzt habe ich ja noch das Rot, das habe ich gesagt, Glühweingel, genau. Ich mache kurz, dann mache ich jetzt noch so ein paar Farbpunkte. Also bis gerade hätten die Holländer gesagt, das ist ein Oranjebrot. Ein Orangenateller. Ja. Für den König. Jammel. Ja. Das sieht auch noch schick aus und das schmeckt geil. Ja. Das ist so ein Teller, wo du mal von oben vielleicht drauf gehen kannst mit der Kamera, weil das ist echt... Ich mach mal jetzt. Ja, jetzt noch so ein paar... Kressen und dann wäre das ein Teller. Warum denn Kressen? Das ist so eine Krankheit, weil das so schön grün aussieht, da muss unbedingt noch so eine scheiß Shiso-Kresse drauf. Das ist Quatsch. Ja, das ist das, was ich bei den StudentInnen und bei allen, die irgendwie bei mir sind, immer Wert drauf lege. Ja. Alles, was du auf einen Teller machst, muss der Frage bestehen,
hast du einen Grund dafür, den du mir angeben kannst, dass es da ist? Ja. Und nicht wegen der Farbe. Nicht nur Optik. Wir kochen nicht für die Optik. Die Optik ist das, was hinterher kommt. Ja, das, das musst du ja machen. Aber ich finde wirklich, mir fällt das total, mir geht das auch voll auf die Nüsse. Es ist wie 1970 überall die Petersilie noch dran geklebt. Da kommen sie mit ihrer scheiß Shiso-Kresse. Ja. Was soll das? Das sieht super aus. Das sind schöne Farben, das ist schön kombiniert. Das ist auch optisch schön gemacht. Das hast du super. Ich würde da nichts dran machen. Alles klar. Finde ich geil. Sollen super. Wir auch das probieren, oder? Na, aber sowas von, ich habe extra nicht gefrühstückt, Mann. Ja, gerne. Das wissen die Leute ja jetzt nicht, dass wir hier, dass wir hier morgens drehen. Ich muss total aufpassen, wenn ich jetzt hier nicht was nehme, dann habe ich hier dieses Grummeln aus dem Magen mit auf der Kamera drauf. Das ist vielleicht blöd. So. Ich bin mal total gespannt hier. Ja, ich bin jetzt einer der... Die Fograt tritt nicht in den Hintergrund. Ja, vielleicht, genau, stimmt, noch ein bisschen Salz drauf, ja. Reinschuss. Aber die Happy Four tritt nicht in den Hintergrund, mir ist voll auf dem Vordergrund. Voll da. Wird von den anderen Aromen leicht unterstützt. Nimmt's voll mit. Schönes Aromaprofil auch, wo du halt die Süße vorne, die Säuren vorne hast. Wird ja gerne kombiniert, ne? Was Süßes zu der Stopfleber quasi. Macht ja auch Sinn, tatsächlich. Ja. Also, weil tatsächlich, also du hast halt, wenn du jetzt so aromaprofilmäßig denkst, wenn du jetzt so ein Löffelgerichte nimmst, dann ist immer am Anfang erst diese Spitzen, die Säuren, dann auch die Aromatik, die du vom Riechen her hast, jetzt auch wegen der weihnachtlichen Sachen, die du drin hast. Und dann kommen halt ganz langsam hinterher kommen dann so die Aromen von der Foie Gras. Und dann im Abgang hast du natürlich lange noch den Alkohol Cointreau, den du jetzt auch drin hast. Ja. Tolle Kombi, hast du super gemacht, gefällt mir sehr gut. Schön, geil. Ja. Mein Gott, ja. Profi. Nehmen wir so auf die Karte, 43 Euro. Ja, 43 Euro ist gut. Das ist guter Anfang.